Hallo, ich bin die Mitchell, ich bin 26 Jahre alt und studiere im zweiten Semester Master Soziale Arbeit an der FH St. Pölten. Im Master Soziale Arbeit werden derzeit 3 Masterprojekte angeboten. Das erste wäre Familienrat in Caring Kontexten, Case Management und Berufsgesetz. Ab dem dritten Semester gibt es 2 Vertiefungsmöglichkeiten, einmal in Richtung General Social Work und einmal in Richtung Case Management. Und in der Case Management Vertiefung kann man sich zertifizieren lassen. Der praxisnahe Zugang des Studiums macht mir meistens Spaß, weil die meisten meiner Studienkollegen auch im Feld tätig sind. Und so können wir in unseren Blockwochen die Inhalte, die wir von den Dozentinnen bekommen, mit unserer Praxis verknüpfen und reflektieren. Das Studium ist berufsbegleitend organisiert. Wir haben 3 Wochen Vorbereitungszeit und einmal im Monat treffen wir uns zu Blockwochen an der FH in Präsenz. In den Blockwochen tauschen wir uns mit meinen StudienkollegInnen aus und knüpfen so neue Kontakte. Der Master Soziale Arbeit ist auch offen für QuereinsteigerInnen, die dann so auch in dem sozialen Bereich arbeiten können nachher. Studienkolleginnen von mir arbeiten in sehr vielen Bereichen, weil das Handlungsfeld der sozialen Arbeit sehr breit gefächert ist. Das wären zum Beispiel offene Jugendarbeit, behördliche Kinder- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Pflegeheim, aber auch internationale Entwicklungsarbeit gehört zu einem Handlungsfeld der sozialen Arbeit. Durch meine zahlreichen Praktika bin ich jetzt zu meiner Arbeitsstelle gelangt und ich arbeite in der Wohnungslosenhilfe in Wien. Das ist in einem Wohnhaus für suchtkranke Menschen, die von uns betreut werden. Aktuell gibt es einen hohen Bedarf an qualifizierten Sozialarbeiterinnen und der Master bietet für Absolventinnen eine gute Chance, Leitungspositionen einzunehmen.